Der Hersteller sagt, dass diese Puppe vor 3 Tagen in der Werkstatt angeliefert und entgegengenommen wurde. Aber wer soll eine Puppe in die Werkstatt bestellen? Das macht doch gar keinen Sinn. Richtig. Und eine wertvolle Puppe, die neu ist und die dann nach ein paar Tagen da einfach irgendwo zwischen den Autos weggeworfen wird, das macht tatsächlich keinen Sinn. Wir wissen natürlich nicht, ob das überhaupt irgendwas mit Antons Verschwinden zu tun hat, aber merkwürdig finde ich es schon. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Gut, nach ihrer Ehefrau wird gefahndet, also wir müssen die dringend sprechen. Und Michi und Jan, die sollten sich noch mal in der Werkstatt umsehen, weil vielleicht weiß irgendjemand was über das Paket, über die Puppe. Ob und wie die Babypuppe mit dem Fall zu tun hat, das werden die Fahnder jetzt am Arbeitsplatz des Vaters ermitteln. Und Sekretärin Lucy wird sich dabei als große Hilfe erweisen. Das Paket vor 3 Tagen, Firma Schmitz, ungefähr so groß hier. Also in der Größe kam ein auffälliges Paket an, das war knallbunt. Mhm. Und mein Chef hat es mir sofort aus der Hand gerissen. Das war an die Firma adressiert, deswegen habe ich es aufgemacht. Also ich mache alle Pakete auf, die direkt an die Firma adressiert sind. Und er hat es mir sofort aus der Hand gerissen, das war halt schon echt komisch. Können Sie begründen, warum? Also hat er sich komisch verhalten? Ja, schon. Also er hat es mir sofort aus der Hand gerissen. Aber generell ist der Moment ein bisschen gestresst, ist auch oft weg, weil er private Probleme hat. Also der hat vor kurzem erst seine Frau das Baby bekommen, ein Kind bekommen. Aber keine Ahnung, ich denke mal, das ist dann auch irgendwie normal, dass man öfter mal... Ach, Ihr Chef hat ein Baby bekommen. Dann ist es ja auch... Geht hier ganz schön ab in der Werkstatt, ne? Das war echt komisch. Also Georg hat es auch nicht erzählt erstmal. Und mein Chef hat bis jetzt auch noch kein einziges Foto gezeigt. Aber keine Ahnung, ich denke mir auch irgendwie, so sind halt die Männer. Ne? Frau Grunwald, wir würden uns sehr gerne mit Ihrem Chef unterhalten. Haben Sie eine Rufnummer für uns? Ja, ich versuche auch schon, den seit 2 Stunden zu erreichen. Der geht nicht dran, aber Sie können es gerne versuchen. Ja. Hier, das ist die Nummer. Okay. Haben Sie denn vielleicht eine private Adresse von Ihrem Chef, Herr Müller, hieß der, glaube ich, ne? Ja, genau. Kriegen die das irgendwie raus? Ich habe die nicht im Kopf, aber die kriegen wir raus. Ja, wir können mal kurz an seinen Laptop drüben gehen. Meiner macht gerade ein Update, dann kann ich ihm die Adresse geben. Okay, alles klar. Zwischenzeitlich kam es zu einem Fahndungserfolg. Der Wagen von Kerstin Jankowski wurde gefunden. Den kleinen Anton hatte die 43-Jährige allerdings nicht bei sich. Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass ich ein Baby entführen würde, Mensch. Als wäre dieser Tag nicht schon schlimm genug für mich. Und hätte ich diesen blöden Kassenbon da in der Hose meines Mannes nicht gefunden, über eine Quittung von Babywindeln, dann wäre das wahrscheinlich noch ewig so weitergegangen. Ja, Frau Jankowski, natürlich können wir das nachempfinden irgendwo, wenn Sie Ihren Mann mit einer anderen Frau sehen und dazu noch ein Kind. Vielleicht wollten Sie sich rächen. Sie müssen mir glauben, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich habe erstmal in seinen ganzen Klamotten gesucht, nachdem ich diese Quittung gefunden habe. Ich würde nie seine Sachen durchwühlen, aber das kam mir alles komisch vor. Dann habe ich Kontoauszüge gefunden und da waren monatelang irgendwelche Abbuchungen von Duisburg da drauf und zudem noch Gehaltseingänge von einer Werkstatt in Duisburg. Ich habe das alles nicht verstanden. Ja, und dann finde ich noch den Arbeitsvertrag von der Werkstatt. Ich wusste überhaupt nicht, dass der da arbeitet. Stellen Sie sich das mal vor. Und in dem Arbeitsvertrag stand natürlich die Adresse und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und haben gedacht, sie zählen ihn mal richtig an. Ja, natürlich, was denken Sie denn? Aber dem Baby habe ich nichts getan. Frau Jankowski ist schon ziemlich aufgebracht, völlig abgenervt von ihrem Ehemann, emotional und hat ihre Geschichte hier wirklich sehr glaubhaft erzählt. Ich nehme ihr das auch ab, dass sie die Wahrheit sagt. Ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Haben Sie was gesehen? Als ich da hinkam, habe ich die beiden zusammen gesehen und ich wusste sofort, dass sie zusammengehören. Und dann noch das Baby. Ja, sie ist dann wieder rein und Georg ist nur kurz zum Auto, um nach dem Baby zu sehen. Und ja, dann ist er halt auch mit ihr oder ist sie hinterhergegangen und ist ihr gefolgt. Ich war so geschockt, dass ich einfach nur weg wollte. War da noch jemand? Eine andere Person? Oder ein Auto oder irgendetwas, was Ihnen aufgefallen ist? Wissen Sie, ich war so in Rage und mir ging es echt schlecht. Eine Frau war da, die hat wohl auf irgendjemanden gewartet. Alleine? Ja, die stand alleine da, die hatte eine Trage mit dem Baby drin. Können Sie uns die Person mal beschreiben? Ja, keine Ahnung.
schulterlange blonde Haare. So langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Unbekannte etwas mit der Entführung zu tun hat. Nur, warum sollte sie ein Baby klauen, wenn sie selbst eins dabei hat? Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf, auch in der Werkstatt, dem Ort, wo der kleine Anton in einem unbeobachteten Moment aus dem Wagen seiner Mutter entführt wurde. Okay, kurze Info von den Kollegen, und zwar zur Tatzeit wurde hier eine unbekannte Frau gesichtet, die sich auf dem Firmengelände aufgehalten haben muss. Ungefähr 1,75 groß, ja, 45, 44 Jahre alt circa. Blonde Haare, schulterlang. Sagt Ihnen diese Person irgendwie was? In Bezug auf unsere Werkstatt schon. Das wäre die Britta Müller, das ist die Frau vom Chef. Aber ich will hier jetzt wirklich niemanden unschuldigen beschuldigen. Also, warum ist sie denn nicht dann in die Firma direkt oder hier in die Werkstatt direkt reingelaufen? Das ist echt komisch. Also ich habe die seit der Geburt nicht mehr gesehen. Und sonst immer, wenn die Britta hier war, hat die immer wenigstens einmal kurz Hallo gesagt. Der Name Britta, also das ist der Name von der Frau des Chefes, richtig? Ja. Ich habe gerade einen Ordner gesehen, auch für dich, Michi. Da steht Therapie für Britta. Könnten Sie den einmal bitte kurz öffnen? Ja, klar. Moment. Warum? Hier. Okay. Ich darf einmal rantreten? Ja, okay. Entschuldigung, jemand da? Ja, ich komme. Sekretärin Lucy Grunwald muss sich um den Kunden kümmern. Sie ist alleine in der Werkstatt, weil ihr Chef noch einen Außentermin hat. Bro, das... Alter, guck dir das mal bitte an. Das sind lebensechte Therapiepuppen für Paare, die ihr Kind verloren haben. Also... Da glaubst du, dass die ihr Kind verloren hat und dann versucht hat, durch diese lebensechte Puppe sich zu therapieren? Ja, weil es steht ja da, lebensechte Therapiepuppe. Quasi, kann es denn nicht gut möglich sein, dass wir eventuell sogar ein Pärchen hier haben? Beide sind traumatisiert. Wir haben ein Kind, was verschwunden ist. Wir haben ein Pärchen, was ja höchstwahrscheinlich extrem trauert. Kann es nicht gut möglich sein, dass das Kind hier entwendet wurde? Sie praktisch, die Puppe haben sie da irgendwie hingeschmissen, das Kind haben sie da mitgenommen. Könnte sein. Es ist natürlich sehr hochgegriffen, aber... Okay, dann sollten wir am besten mal zu der Anschrift von dem Müllers fahren. Okay. Michael Smolik und Jan Yildiz verlieren keine Zeit und bestellen auch Jana Kramer, die Mutter des entführten Säuglings, zum Haus der Müllers. Herr Müller, wo ist das Baby? Ich regle das schon. Ich mach's. Nee, wo ist das Baby? Lass es nicht rein. Ja, das ist mit meiner Frau zusammen. Die ist, die hat sie eingeschlossen. Da hinten im. Ich mach das schon. Herr Müller, bleiben Sie einmal bitte im Hintergrund. Ich weiß, wir sind selber gerade erst frisch angekommen, ja? Wir kommen sofort. Bleiben Sie im Hintergrund. So, jetzt. Wo ist das Baby? Ist mit meiner Frau. Sie. Ja, wo? Sie ist kein schlechter Mensch. Ja? Sie würde dem Kind nie etwas antun. Seit Stunden auf sie einzureden. Sie hat vor kurzem unser Kind verloren und sie hat einfach einen Nervenzusammenbruch erlitten und hat jetzt eine Dummheit gemacht. Ich versuche die ganze Zeit auf sie einzureden, das Kind wieder herzukriegen. Herr Müller, kommen Sie da weg. Hören Sie mir zu, ich verstehe, dass es schwierig ist, aber verstehen Sie doch mal die Mutter. Man kann doch nicht einfach ein Kind entführen. Frau Müller, hallo, Yildiz hier von der Polizei Duisburg. Frau Müller, wir sind wegen des Kindes hier. Ich verstehe Sie und erstmal mein herzlichstes Beileid. Sie müssen aber auch verstehen, dass die Mutter des Kindes jetzt gerade hier ist und sie macht sich absolute Sorgen und vermisst ihr Kind. Bitte machen Sie doch die Tür auf und kommen Sie raus. Sind die oder was? Ja, ich glaube, sie ist kein Bock mehr. Ich trete jetzt die Tür ein. Herr Müller, Michi, nicht. Stell dir mal vor, sie ist jetzt hinter der Tür. Was passiert, wenn die Tür auf? Du hast 2 Tonnen Tritt, dann ist das Kind wahrscheinlich dann noch im Weg und sie selbst. Wollen Sie vielleicht mal mit der Frau Müller reden? So von Mutter zu Mutter. Versuchen Sie sehr einfühlsam mit ihr zu sprechen und ihr zu erklären, wie verletzt Sie sind. Frau Müller, mein Name ist Jana Kramer. Ich bin die Mama von dem Baby, was Sie gerade haben. Frau Müller, ich bin die Mama von Anton. Frau Müller, hören Sie mich? Bitte, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Von Mutter zu Mutter, bitte. Ich vermisse mein Baby so sehr. Bitte machen Sie die Tür auf. Frau Müller, hören Sie mich? Bitte. Nehmen Sie das Kind sofort.
Sie können sich einmal nehmen. Schatz, Schatz. Bitte, Schatz. Geh weg. Einerseits tut sie mir ja leid, aber man muss auch verstehen, die leibliche Mutter, was sie durchlebt hat, man kann nicht einfach ein Kind entführen. Nee, das stimmt schon, da hast du absolut recht. Aber sie ist ja gar nicht Herr ihrer Sinne. Sie braucht auf jeden Fall ärztliche Hilfe. Britta Müller und ihr Mann werden den Tod ihres Kindes mit einer erfahrenen Therapeutin aufarbeiten. Allerdings wird sich die 35-Jährige auch vor Gericht wegen Entziehung Minderjähriger verantworten müssen.